الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass dein Leben stagniert, dass dein Leben stehen bleibt? Ergreift dich auch gelegentlich das Gefühl, dass du immer noch dastehst, wo du schon vor Jahren warst? Du verzeichnest keinen Anstieg in deiner religiösen Lage, in deiner spirituellen Lage, keine Veränderung in deinem Charakter. Insgemein hat sich nichts an dir verändert, weder in deiner Religion noch in deiner Welt. Du bist noch heute, wie du vor einem Jahr, vor 5 oder vor 10 Jahren warst. Dieses Stagnieren ist kein Merkmal, kein Zeichen für einen gesunden Zustand. Es ist nichts Vernünftiges. Und daher sagten einige der Altvorderen, sie sagten, nicht segnen soll Allah einen Tag, an dem es keinen Zuwachs an der Annäherung zu Allah gibt. Und nicht segnen soll er einen Tag, an dem meine Kenntnis um ihn nicht wächst. Und ich möchte dich heute unterrichten über das Geheimnis des Erfolgreichen und ebenfalls über die Ursache der Misserfolge. Frag dich aber nochmal, weshalb diese schönen Träume, von denen wir träumen, in denen wir schwelgen, diese Pläne, die wir geschmiedet haben, von den Jahren getreten wurden und die Tinte auf dem Notizheft schon verblasst ist, ohne dass sich irgendwas davon in Realität verwandelt hat. Es ist sicherlich nicht gerecht, wenn wir die Ursachen auf eine einzige reduzieren. Aber es gibt eine Ursache, auf die wir besonders Acht geben sollten und die wir ins Auge nehmen sollten. Und zwar, die Pläne, die wir schmieden, befinden sich auf schweren Hügeln, während unsere Füße noch auf samtweichen Teppich sind. Immer noch träumen viele von uns von der großen Ehre und dem Ruhm, ohne Strapazen und ohne Mühe. Noch schlimmer natürlich, wenn man keine Träume und Visionen hat, das ist die schlimmere Version, die von unserer Konsumgesellschaft auch gefördert wird. Aber Allah Ta'ala hat die Welt so geschaffen, dass die noblen und erhabenen Dinge, wie die Festigkeit im Wissen, die Manifestierung der Rechtleitung, die Macht, die Revolutionierung der Nation und andere noblen Vorhaben nicht erreicht werden können, wenn der Mensch seinen vollen Anteil der Ruhe, des Essens, Trinkens, Schlafens und Vergnügens beansprucht. Wenn der Mensch schläft, bis ihn die hellen Strahlen der Sonne wecken, wann immer er begehrt, deckt er seinen Tisch, lange Zeiten für Kaffee, Tee, Nachtische plant und keine Möglichkeit des Klatsch und Tratsch entgehen lässt, sein Internet- und Smartphone-Konsum nicht kontrollieren kann, wenn er trotzdem allen immer noch davon träumt, dass seine Visionen sich realisieren, dann hat er seinen Verstand eliminiert und anstelle seines Verstandes die Wunderlampe von Aladdin eingepflanzt. Diese fehlende Ernsthaftigkeit in uns selbst, in unseren Häusern, in unseren Gesellschaften ist eine große Gefahr für unsere Zukunft, für unsere nationale Zukunft und unsere persönliche Zukunft. In einer Umgebung, in der Lärm des Amüsierens, das Gelächter und der Spaß ein Dauerzustand sind, kann in dieser Umgebung eine Enzyklopädie entstehen, kann hier ein Wörterbuch, ein Musnet entstehen, können hier großartige Projekte losgehen. Das ist nicht real. Frag, wen du willst von den einzigartigen Persönlichkeiten, lies in ihren Biografien und du wirst sehen, dass der größte Schadensnehmer ihre Ruhe war, ihr Schlaf, ihr Essen, ihr Trinken, ihr Amüsieren. Als Imam Muslim sein authentisches Werk zusammenstellte, was wir als Sahih Muslim kennen, welches zu den Werken des Stolzes dieser Umma gehört, als er im Kapitel des Gebets ankam, genau gesagt im Kapitel der Zeiten des Gebets, führte er den berühmten Hadith von Abdullah ibn Amr an, welcher in unzähligen Überlieferungsformen auftaucht. Er hat sie alle gesammelt, sortiert und festgehalten. Und nachdem er das getan hat, hat er hier eine Aussage von Yahya ibn Abi Kathir angeführt, die dem Augenschein nach eigentlich gar keinen Zusammenhang hat mit diesem Kapitel. Sie passt nicht in dieses Kapitel rein. Aber er wollte hier eine Botschaft vermitteln.
Er wollte dem Leser oder dem Zuhörer sagen, dieses Werk ist nur nach langer Aufopferung, nach großer Aufopferung, nach viel Mühe entstanden. Und er nannte den Hadith oder diese Überlieferung, er sagte, Yahya ibn Yahya Tamimi berichtete uns, dass Abdullah berichtet, sein Vater sagte, das Wissen kann nicht mit ruhenden Körpern erlangt werden. Wer sich die Größe und Fülle des Wissens, die kurze Lebenszeit, die vielen Bedürfnisse des Lebens anschaut, der weiß, dass diese Aussage nicht nur ein literarisches Schmuckstück ist. Es ist eine Aussage, die mit der Meißel der Erfahrung in dieses Buch gehämmert wurde. Diese Mühe und Unannehmlichkeiten beziehen sich aber nicht nur auf religiöse Belangen. Sie beziehen sich nicht nur auf religiöse Belangen und Vorhaben, sie betreffen jeden Bereich des Lebens. Daher sagt Ibn al-Qayyim, er bringt das zum Ausdruck mit seiner Aussage, die Vollkommenheiten, das heißt die menschlichen Vollkommenheiten, spirituell oder materiell, die Vollkommenheiten werden nur durch einen Anteil an Erschwernis erreicht, nur über eine Brücke von Unannehmlichkeiten gelangt man zu ihnen. Es gibt also eine Zwangsläufigkeit zwischen Erfolg und Mühe, Gewinn und Ermüdung, kein Erfolg ohne Mühe. Es gibt keinen Erfolg ohne Mühe. Al-Hafiz Abu Ibrahim al-Harbi, Schüler des Imam Ahmad, der im Jahr 285 nach der Hijra gestorben ist, er bringt das zum Ausdruck in einer kurzen, präzisen Aussage. Er sagt, die Vernünftigen aller Nationen sind sich darin einig, worin sind sie sich einig? Annehmlichkeiten und Wohlbehagen kann man nicht mit Annehmlichkeiten und Wohlbehagen erlangen. Wenn wir die Wichtigkeit der Mühe, der Aufopferung verstanden haben, dann noch eine letzte Sache zum Abschluss. Wie bringe ich mich dazu, standhaft und permanent zu bleiben? Ihr kennt bestimmt alle diesen Drei-Tage-Eifer. Ich nenne es so. Drei-Tage-Eifer von Drei-Tage-Bad. Drei-Tage-Eifer, was bedeutet das? Man verpflichtet sich einem Projekt, eine Aufgabe, man schreibt sich in einem Kurs ein und nach drei Tagen ist man wieder auf dem Tiefstand und verlässt alles und hört auf. Das nenne ich Drei-Tage-Eifer. Wie kann man das meiden? Wie kann ich mich permanent motivieren? Eines der größten Mittel dazu, die Lösung dafür ist, halt dir das Ziel vor deinen Augen. Halt dir das Ziel und die Endergebnisse deines Ziels vor Augen. Träume davon. Träume von deinen Zielen, wann immer du zu scheitern neigst, wann immer du dazu neigst, aufzugeben. Und eine Angelegenheit dieser Wichtigkeit kann in dem Koran der Sunna nicht ausgelassen werden. Und daher finden wir auch Hinweise auf dieses Gesetz. Dieses Gesetz, dass es keine Annehmlichkeit gibt mit Annehmlichkeit. Allah Ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Paradies ist umsäumt von Unannehmlichkeiten. Und die Hölle ist umsäumt und umgeben von Annehmlichkeiten und von Genuss. Und er sagte, die Welt ist des Gläubigen Gefängnis. Allah Ta'ala zeichnet im Koran auch ein Bild. Und zwar das Bild der Höllenbewohner als ein Volk, die sich dem Genuss und der Ruhe verschwören. Und das Bild der Gläubigen, die sich auf der Brücke der Erschwernisse und Bemühungen und Anstrengungen befinden. Allah Ta'ala sagt, sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten davor, Gutes zu tun, nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen. Und über die Elite der Sahaba sagt Allah Ta'ala, gewiss dein Herr weiß, dass du etwas weniger als zwei Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst, oder die Hälfte, oder ein Drittel davon, und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Und er sagt zu seinem Propheten, stehe die Nacht auf, nur einen geringen Teil von ihr. Nur einen geringen Teil von ihr lasse aus. Und über die Höllenbewohner sagt er, sie lebten ja vor dem üppig. Und wenn die Engel die Paradiesbewohner empfangen, werden sie folgende Worte aussprechen. Sie sagen, und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore. Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte.
wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Wenn man eine große Seele hat, eine große, eifrige Seele, wenn man ein Visionär ist, dann wird der Körper darunter leiden. Hat man eine kleine, verkümmerte Seele, wird sich der Körper ausruhen. Darum strengt euch an in den noblen Zielen. Berechnet eure Monate, Tage, Stunden und Sekunden. Geht vorsichtig mit eurer Zeit um. Steige mit deinen Vorhaben empor zu den Dingen, die dir selbst und deiner Nation, der islamischen Nation, helfen und sie voranbringen. Denn der Islam kennt nur eine Nationalität.